Hallo zusammen. In einer Welt mit Robotern, Weltraumfahrten und dem Internet ist es leicht zu vergessen, wie schwer es eigentlich ist, einige Teile unseres Planeten zu durchqueren. Um auf die andere Seite von Flüssen und schwindelerregenden Schluchten zu gelangen, haben die Menschen Brücken gebaut. Diese Konstruktionen sind allerdings nicht immer sicher. Manche sind fragil, schwingen im Wind und scheinen zu versuchen, die Menschen mutwillig abwerfen zu wollen. Wie sehen sie nun allerdings aus, die gefährlichsten Brücken der Welt? Das werden wir heute herausfinden. Lasst uns loslegen! Die Hussaini-Hängebrücke. Die Hussaini-Hängebrücke, die als die gefährlichste Brücke der Welt gilt, ist nur eine von vielen Brücken im Norden Pakistans. Sie wurde gebaut, um einen Fluss zu überqueren und ist eigentlich schon die zweite Brücke. Das Gebiet zeichnet sich durch starke Winde aus, weswegen die erste Brücke aus dünnen Seilen und Brettern fast vollständig zerstört wurde. Ihre Überreste sind noch immer in der Nähe der neuen Brücke sichtbar, was die Touristen nur umso interessanter macht. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Übergang wieder neu aufgebaut, sodass man mittlerweile wenigstens ohne Angst zu haben auf die andere Flussseite kommt, zumindest wenn man einen guten Gleichgewicht hat. Die Abstände zwischen den Brettern sind nämlich so groß, dass ein Erwachsener problemlos durchfallen kann. Die Keshua-Shaka-Hängebrücke. Dieser merkwürdige Name bedeutet Seilbrücke. Wie viele Seile dabei verarbeitet wurden, ist aber trotzdem erstaunlich. Die Keshua-Shaka-Brücke zählt zu den letzten Inka-Brücken und ist fast 38 Meter lang. Die Brücke befindet sich in der Schlucht über dem Fluss Apurimak. Die merkwürdige Konstruktion existiert bereits seit 500 Jahren und besteht ausschließlich aus Gras, das auf spezielle Weise verarbeitet wurde. Und ja, die Grasbrücke wird auch heute noch genutzt. Obwohl sich in der Nähe eine moderne Brücke befindet, wollen die lokalen Einwohner die alte Tradition und die entsprechenden Fähigkeiten erhalten. Die alte Konstruktion wird daher jeden Juni überholt. Früher galt diese Arbeit, bei der die Einwohner gezwungen waren, die Brücke neu zu errichten, als eine Art Steuer. Heute arbeiten die Menschen allerdings ausschließlich freiwillig daran. Laut ihnen tun sie es, um die Erinnerungen an ihre Vorfahren zu erhalten. Die Ai-Petri-Brücke. Ai-Petri ist ein Felsen im Krimgebirge und Teil des Ai-Petri-Jalja-Massivs. Der Felsen befindet sich in einer Höhe von 1234 Metern und so hoch oben gibt es auch eine Brücke. Die Hängebrücke über dem Abgrund ist eine Sehenswürdigkeit, bei der man so einiges an Emotionen durchlebt und einen ordentlichen Adrenalinschub bekommt. Wahrscheinlich, um für den Moment die Höhenangst zu überwinden. Oder auch, um die Höhenangst noch ein bisschen schlimmer zu machen. Nicht jeder traut sich nämlich, diese Brücke zu überqueren. Und das, sowohl die Konstruktion sämtlichen Anforderungen entspricht und aus den stärksten Materialien gebaut wurde. Jeder, der sich traut, einen Fuß auf die Brücke zu setzen, ist also vollkommen sicher. Aber das ist natürlich schwer zu glauben. Die Brücke selbst besteht aus zwei Abschnitten mit einer Gesamtlänge von 45 Metern. Der erste Abschnitt ist noch nicht allzu steil und wird auch als Übungsbrücke bezeichnet. Der zweite Abschnitt ist allerdings als die Straße zum Himmel bekannt und verläuft etwas nach oben. Und trotz all der Sicherheitsmaßnahmen ist es gar nicht so einfach, diesen Teil zu überqueren. Bei den kleinen Brettern und den dünnen Seilen, da bleibt man lieber auf dem festen Untergrund. Der Titlis Cliffwalk. Im Schweizer Skiresort Engelberg befindet sich die größte Hängebrücke der Welt. Der Titlis Cliffwalk über dem Abgrund ist ein echtes Ingenieurswunder, das in einer Höhe von 3000 Metern über dem Meeresspiegel errichtet wurde. Die Brücke wurde nach dem Berg Titlis, einem der ersten Orte der Welt, an dem eine Sesselbahn eröffnet wurde, benannt. Das war 1913. Die Brücke führt direkt zur Bergstation der Sesselbahn. Ihre Eröffnungszeremonie fand im Dezember 2012 statt. Wie man erwarten würde, ist das Wetter in dieser Höhe ziemlich unberechenbar. Am Tag der offiziellen Eröffnung brach daher ein Schneesturm aus, bei dem die hohen Beamten von 15 Ländern nur wenige Meter der Stahlkonstruktion sehen konnten. Auch durch das Wetter dauerte der Bau der Brücke ganze 5 Monate und damit sehr viel länger als geplant. Ein Großteil des verwendeten Materials wurde per Seilbahn zum Bauort befördert. Die größeren Teile wurden mit dem Hubschrauber transportiert. Die Konstruktion hat daher ein paar ziemlich interessante Maße. Sie ist 98 Meter lang, aber nur einen Meter breit. Man sollte meinen, dass sich so eine Brücke bei so starkem Wind wie ein leichter Vorhang bewegt. Die Konstruktion wurde allerdings darauf ausgelegt, Winden von bis zu 190 km/h und extremen Schneefall standzuhalten. Und das ist kein Witz. Die fragile und auf den ersten Blick fast federleicht wirkende Brücke kann 450 Tonnen standhalten. In
In naher Zukunft wird der Titlis Cliff Walk wahrscheinlich zu einer ziemlich großen Attraktion werden. Allein in den ersten 2 Wochen wurde die Brücke von ca. 500 Personen besichtigt. Bei gutem Wetter bieten sie den Touristen eine atemberaubende Aussicht auf die schimmernden Bergspitzen. Die Medien bezeichnen den Titlis Cliff Walk trotzdem immer wieder als die schrecklichste Brücke der Welt. Ein Vertreter des lokalen Skiresorts gab allerdings an, dass die Konstruktion 100% sicher ist und versichert den Besuchern, von der Brücke zu fallen ist wirklich unmöglich. Die Triftbrücke. Anders als viele andere gefährliche Konstruktionen, die wir in unserem Video erwähnt haben, wurde die Triftbrücke im schweizerischen Kanton Bern erst vor kurzem gebaut. 2004 arbeitete eines der größten Energieunternehmen am Triftgletscher, als gleichzeitig die Brücke mit demselben Namen gebaut wurde. 5 Jahre später wurde die Brücke zum ersten Mal überholt und mit 9 Stahlseilen verstärkt. Ursprünglich bestand eines der größten Probleme der Brücke darin, dass die Konstruktion stark im Wind geschwankt hat, was selbst für Menschen mit dem besten Gleichgewichtssinn zum Tod führen konnte. Und die Verstärkung konnte dabei leider nicht helfen. Die gefährliche Eigenschaft hat die Brücke nämlich auch heute noch. Trotzdem ist die Triftbrücke für die Öffentlichkeit zugänglich, sodass jeder sein Leben darauf riskieren kann. Und die Gefahr ist übrigens nicht übertrieben. Die Brücke ist nämlich 170 Meter lang und hängt in einer Höhe von 100 Metern. Es ist daher wohl kaum überraschend, dass man sie nur bei gutem windstillen Wetter betreten darf. Die Capilano-Hängebrücke. Die Capilano-Hängebrücke, die sich in der Nähe von Vancouver befindet, zählt nicht nur zu den extremsten, sondern auch zu den schönsten Brücken der Welt. Und das alles durch ihre Lage. Mit ihr überquert man nämlich den Capilano-Fluss, der sich inmitten wunderschöner, unberührter Natur und einem immergrünen Wald befindet. Sobald man sich dort aufhält, hat man das Gefühl, in einem Märchen zu sein. Trotzdem muss man aber aufpassen. Die erste Brücke wurde 1889 gebaut und durch den schottischen Ingenieur George Grant MacKay entwickelt. Die Brücke, die die Touristen heute sehen, wurde erst sehr viel später, nämlich 1956, eröffnet. Sie ist 140 Meter lang, vollkommen sicher und kann das Gewicht von 96 Elefanten tragen. Trotz der Garantie, dass man in Sicherheit ist, kostet die Überquerung der Brücke trotzdem viel Überwindung. Sie befindet sich nämlich in einer Höhe von 70 Metern und wackelt beim Laufen regelmäßig. Nur wenige Sekunden auf der Konstruktion können bei Menschen mit Höhenangst daher für Schwindelanfälle und Panikattacken sorgen. Hinzu kommt, dass sich die Brücke auf Privatgelände befindet, sodass man für den Nervenkitzel auch noch etwas bezahlen muss. Die Carrick-Arreed-Seilbrücke. Über die Carrick-Arreed-Seilbrücke zu laufen, ist in Nordirland eine beliebte Touristenattraktion. Die Brücke, die sich in einer Höhe von 30 Metern befindet, verbindet das Festland mit einer winzigen Insel. Laut einem Bericht haben die Fischer dieses Stück Land vor 350 Jahren absolut geliebt. Und das vor allem durch die vielen Lachse, die es dort gab. Um sich das Fischen zu erleichtern, musste man nämlich auf die Insel gehen. Die allererste Carrick-Arreed-Brücke war eine Seilbrücke, die die Fischer jedes Jahr erneuern mussten. Sie hatten also ziemlich viel Ausdauer. Die wackelige Seilbrücke wurde allerdings nur von den Mutigsten unter ihnen überquert, die keine Angst vor möglichen Problemen hatten. Eine einzige falsche Bewegung konnte nämlich dazu führen, dass man erst das Gleichgewicht und kurz danach sein Leben verliert, da sich direkt darunter Felsen und das raue Meer befinden. Im bestmöglichen Fall bedeutete ein Sturz daher, ein Leben lang behindert zu sein. Im Laufe der Geschichte wurde die gefährliche Brücke mit der Zeit allerdings überflüssig. Wahrscheinlich gab es immer weniger Lachs an dem Ort, sodass die Carrick-Arreed-Brücke einfach in Vergessenheit geraten ist. Zumindest bis vor einigen Jahren, als sie den Wettbewerb zur extremsten Touristenattraktion in Nordirland gewann. Danach floss eine große Summe in ihren Wiederaufbau, sodass es sich heute um die beliebteste Touristenattraktion des Landes handelt. Obwohl die Konstruktion erheblich verstärkt und mit einigen Holzbalken ausgestattet wurde, bleibt sie immer noch gefährlich. Einige Menschen, die die Brücke in eine Richtung überquert haben, haben sich anschließend geweigert, wieder zurückzulaufen. Sie mussten daher per Boot von der Insel abgeholt werden. Das hält allerdings kaum jemanden davon ab, sich selbst daran zu versuchen. 2018 wurde die Brücke von 491.947 Menschen besucht. Affenbrücken. Im Süden von Vietnam, in verschiedenen Gebieten des Mekong-Deltas, befinden sich einige ziemlich ungewöhnliche Überquerungshelfen. Ihr Aussehen erinnert nur noch entfernt an eine klassische Brücke. Es sind nämlich einfach nur Bäume, die über den Fluss gelegt werden. Sie werden auch als Affenbrücken bezeichnet. Obwohl sie nicht danach aussehen, sind diese Brücken nicht nur für Affen gedacht. Sie werden von den lokalen Einwohnern schon seit vielen Jahren genutzt. Seht doch mal selbst, die Konstruktionen sind günstig und einfach zu bauen. Was will man da mehr? Die ungewöhnlichen Brücken bestehen traditionell eigentlich aus dicken Bambusrohren, die ziemlich rutschig sein können.
was die Flussüberquerung relativ schwierig gestalten kann. Die Rohre werden mit Seilen zusammengebunden. Es gibt auch ein Geländer, an das man sich aber besser nicht anlehnen sollte. Da die Brücken ziemlich fragil sind, gehen sie ständig kaputt und müssen wieder neu aufgebaut werden. Und natürlich kann eine fragile Brücke auch jederzeit aus allen möglichen Gründen einstürzen, wie beispielsweise durch das Wetter oder auch eine Person, die sie gerade überqueren will. Um über so eine Brücke zu laufen, braucht man übrigens auch wirklich bequeme Schuhe mit Gummisohlen. Ansonsten kann man einfach zu leicht auf den Bambusstämmen ausrutschen und direkt ins dreckige Wasser fallen, wo einen vielleicht ein paar weniger freundliche Wasserbewohner erwarten. Die Orjuela-Brücke. Und zu guter Letzt ist hier noch eine weitere Hängebrücke. Sie befindet sich im mexikanischen Bundesstaat Durango in der alten Orjuela-Goldmine. Seit ihrem Bau sind mehr als 100 Jahre vergangen. Erstellt wurde die Brücke damit 1898, um den Abbau der Mineralien zu erleichtern. Die Brücke wurde von Wilhelm Hildebrand entwickelt und durch das John A. Roebling's Sons Unternehmen aus New York gebaut. 1991 wurde die Brücke restauriert und mittlerweile ist sie zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Der Hauptteil der Brücke ist 271,5 Meter lang und die Gesamtlänge der Brücke beträgt 315,5 Meter. Für viele Jahre soll die Orjuela-Brücke damit eine der längsten Hängebrücken der Welt gewesen sein. Sie stach außerdem durch ihre hohe Tragfähigkeit heraus, da die Entwickler zur Verstärkung Stahlkabel genutzt haben, bei dem es sich Ende des 19. Jahrhunderts um eine große Innovation handelte. Die Arbeiter nutzten die Brücke unheimlich häufig. Als der Mine das Gold und Silber ausging, wurde sie und die Mine allerdings verlassen. Heute kann die Brücke nur noch zu Fuß genutzt werden. Autos sind dort nicht erlaubt. Kein Wunder, denn das Holz, aus dem die Orjuela-Brücke besteht, ist alles andere als solide. Die alte Holzbrücke über einem Abgrund ist daher besonders bei Touristen beliebt, die es auf Nervenkitzel abgesehen haben und ein paar spektakuläre Fotos für Instagram machen wollen. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!